Okay. Fremde Menschen. Hey Leute, und herzlich willkommen zum ersten richtigen Vlog aus Deutschland. Und zwar bin ich heute auf der Konichi unterwegs und das ist ein bisschen komisch für mich, weil ich weiß, alle Leute verstehen mich. Das war in Japan irgendwie nicht so. Aber naja, ich bin heute mit so einem richtig nice Presseticket unterwegs. Und ja, wir schauen uns jetzt aber erstmal den European Cosplay Gathering an. Das ist irgendwie der Vorentscheid vom Finale, was dann in Paris stattfinden wird. Und wir gucken erstmal, was wir dort für coole Cosplayer sehen. Japan-Vloggern. Sie haben mich eingeladen als Vlogger, einfach so ein bisschen, um die ganze Runde ein bisschen aufzulockern. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das später wird, weil das Ganze auch im Livestream ist und live übertragen wird mit Live-Publikum auch vor Ort. Und ja, das hatte ich so halt auch noch gar nicht. Und ja, wir sind jetzt hier in der Händlerhalle und schauen mal ein bisschen rum. Und zwar habe ich hier eine Art Harajuku Crab und ja, der war gar nicht so viel teurer, als er in Harajuku auch ist, ein bisschen, aber nicht extrem viel. Und dann habe ich hier noch so eine Art Erfrischungsgetränk, was genau da drin ist, weiß ich auch nicht. Es wurde irgendwie japanisches Erfrischungsgetränk genannt. Bisher waren wir jetzt die ganze Zeit drin. Drin findet so ganz viel Bühnenprogramm statt, dann sind dort Workshops und ganz viel Rahmenprogramm. Und ja, jetzt sind wir aber rausgegangen in den Park und hier befinden sich eigentlich die ganzen Cosplayer. Wir schauen mal, was wir dann hier so finden werden. Ich habe im Cosplay-Garten dann gar nicht so viel gefilmt, einfach weil ich so viele Leute wieder getroffen habe, die ich so lange nicht mehr gesehen habe. Aber jetzt mache ich mich auch schon gleich auf den Weg zur Konichi Couch und ich bin, wie gesagt, mega gespannt, wie das Ganze wird. Ich bin die Kumo, ich blogge auf thehangrystories.com. Ich bin Elisa, ich blogge seit 2,5 Jahren auf japanliebe.de. Ich bin die Sarah auf Kailua Katze und unser, also es ist nicht nur meiner, sondern mein Freund macht auch mit, heißt Nani Doste. Mein Name ist Kati. Und ich habe den Blog kulturtänzer.com. Ich bin Markus, im Netz kennt man mich unter Idolmeister. Mein Blog ist JayJunk. Ich bin Marius und komme heute aus der Schweiz. Mein Blog heißt Tabi Monogatari. Mein Name ist Nathalie, ich bin das Reisewölkchen, zu finden unter reisewölkchen.de. Also ich bin die Anne und ich bin hier die mit dem YouTube-Channel. Ich habe mir von Anfang an gedacht, auch schon, wo ich das angefangen habe zu organisieren. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn man das Ganze irgendwie so festhalten kann. Ich habe darüber nachgedacht, einen Blog zu schreiben, aber ich bin nicht so, ich bin Schreibfaul, kann man so sagen. Also Schreiben liegt mir nicht so. Ich dachte mir nur so, ich rede ziemlich gerne. Deswegen habe ich einfach schon in Deutschland angefangen, so ein paar Videos zu machen, einfach um das Ganze für mich so auszuprobieren. Und habe das dann halt einfach in Japan weitergemacht und gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und so sind die ganzen Videos halt entstanden. Ich kenne ja deine Videos und da ist mir teilweise, ja, also du läufst halt mit der Kamera auf, ja, und mitten durch die Straßen, ja, erzählst. Und ich frage mich dann immer, was denken die anderen, die drumherum laufen? Das frage ich mich ja auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. So. Der Stream ist jetzt geschafft. Ich war mega nervös, aber ich glaube, es ist relativ gut geworden. Und ich hoffe, ein paar von euch haben eingeschaltet oder so. Ja, und mal sehen, was ich jetzt heute noch so mache. Da ich es nach dem Livestream und dieser ganzen Konichi-Couch-Sache echt ziemlich geschafft bin und ja, einfach mein Kopf ziemlich leer ist, werde ich den Tag damit, glaube ich, auch beenden.
Es war eine richtig, richtig coole Runde. Es waren coole Leute dabei. Ich werde euch den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in voller Länge anschauen, wenn ihr wollt. Das ging ungefähr eine Stunde. Und ja, wie gesagt, damit beende ich den Tag für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder.